für die Leute von unterwegs. Ja, liebe Leute, hier sind wir wieder, Last Exit Andernach Nummer 39. Hallo. Hallo, ja, große Urlaubssendung, ne? Es ist der 11. Juli. Nee, der 10. Nee, warte mal, der 10. Juli, ne? Heute ist Donnerstag, also. Wir versuchen gerade zu simulieren, dass wir live sind. Ja, wir sind live. Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Ist irgendwie im Juli. Ja, Mittwoch, der 10. Juli ist doch heute. Genau, so war es doch. Ja, die große Urlaubssendung. Ne? Wir begrüßen euch alle hier in den Stau der A1 und so weiter. Genau. Am Brenner und da, wo man hier gerade im Stau steht oder so. Oder in der glühend heißen Abfertigungshalle von Ryanair in Berlin. Genau. Oder am Bahnhof, so am Bahnsteig irgendwie in Frankfurt, wo der Zug schon hätte längst einfahren sollen. Das wäre letztens auch passiert. Ja, schönen Urlaub auf jeden Fall von dieser Stelle. Ja, wünsche ich auch. Wir hoffen, dass ihr gut ankommt. Und ich hoffe, dass ihr nicht irgendwo an der Autobahn steht und den Daumen raushaltet, so wie man das früher gemacht hat. Das ist nämlich viel zu gefährlich. Genau, oder euren Hund anbindet oder sowas. Nee, macht das nicht. An der Leitplanke, das wird auch nicht mehr gemacht, glaube ich. Nee. Also ich glaube, das ist, glaube ich, auch so mehr so ein 80er. In 90ern war das das große Ding, jetzt gar nicht mehr. Nee. Ist auch geächtet. Kommt direkt ins Tierheim. Aber genau. Schön, dass wir da gleich zu Anfang so eine fröhliche Note setzen können. Ja. Aber nein, wir haben ja auch gleich neben uns, also falls ihr euch wundert, falls ihr mal ab und zu jemand schnarchen hört, das ist nicht, weil die Sendung so langweilig ist, sondern weil unsere Katze hier liegt. Meine Katze. Das stimmt, wir sind ja, also jetzt könnte man denken, wir sind eine Wohngemeinschaft, wir beiden wohnen zusammen. Und zwei Männer mit einer Katze, das ist ja gefährlich. Für wen ist das jetzt gefährlich? Für die Katze oder für uns? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Eindruck. Ja. Also Arndt hat mich sogar schon mit der Katze verwechselt, weil die schnarcht nämlich ziemlich laut. Und ich glaube, er dachte, ich liege auf dem Sofa und schnarche, aber es war die Katze. Ist doch gerne mal ein Snickers und zwischendurch. Nein. So. Nein, aber wie heißt die Katze? Mona. Die heißt Mona. Mona Lisa. Mona. Ja. Mona. Genau. Mhm. Auch aus dem Tierheim. Ne? Man könnte denken, die ist ausgestopft. Also jetzt bewegt sie sich. Ja, also eine schöne was ist so orange-weiß. Ja. Ne? So. Mach ihr nicht zu viele Komplimente. Also sie neigt so ein bisschen zu Hochnäsigkeit. Achso. Eine Prinzessin. Ja, die hört jetzt auch ihren Trash hier. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist früher im Urlaub. Irgendwie damals gab es ja noch Autos in der ohne Klimaanlage hauptsächlich. Und dann ging es immer schön nach Rimini an die Adria oder an die Costa des Zoll, Costa Blanca oder so. Ich habe das noch in Erinnerung, irgendwie mal schön durchbraten von Bremen bis Alicante. Und nur zum, übertrieben nur zum Tanken angehalten. Und den Arschlöcher leer machen. Ne? Obwohl, dafür musste man ja nicht anhalten. Ne? Ja, so verging die Zeit wie im Flug. Alle haben geraucht. Also ja. Nee. Und Fenster durfte man nicht öffnen, weil da kriegen ja alle Zucht. Das ist zu gefährlich. Also ich erinnere mich gut an sowas. Das hat sich zum Glück ein bisschen geändert. Ja, heutzutage kann man ruhig mal Fenster aufmachen, natürlich. Warum denn nicht? Man muss auch den Kindern mal eine Erfrischung können. Also wir sind hier noch übrigens noch an Dorum an der Nordsee. Ja. Hier ist immer noch frisch. Also ich habe das Gefühl, es sind irgendwie 18 Grad, 20 Grad. Heute Nacht war es richtig. Ja. Also es ist auf jeden Fall recht frisch für Mitte Juli, muss ich sagen. Und aktuell 18 Grad, sagt die Wetter-App. Ach, im Regen soll es auch noch. Das ist ja lächerlich. Aber im Augenblick, Sonne scheint und so, ne? Also ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß nicht, wenn meine Eltern mir mal eine Erfrischung verschaffen wollten, dann wurde da so ein feuchtes Handtuch ins Rückfenster gehängt. Kennst du das noch? Da wurde das Fenster so ein bisschen aufgekurbelt hinten, gekurbelt damals noch, feuchtes Handtuch rein, wieder hoch und dann hast du gleichzeitig Schatten und Feuchtigkeit. Bei uns gab es ein trockenes Handtuch. Aber die Idee wäre nicht schlecht gewesen. Ja. Jetzt aber ich keine, Wasser war zu teuer, oder was? Nee, bei uns... Nee, wir hatten immer so einen kleinen Geschenkebeutel mit lauter so Büchern und Puzzle und so kleine Sachen, die man im Auto machen kann, dass man erstmal schön die ersten 30 Kilometer schön die Schnauze hält und die Eltern nicht nervt, bevor es dann kurz vor Paris, wenn man die Route Peripherique, wenn man Papa sich verfahren hat, ne? Und die falsche Ausfahrt genommen, dann konnte man ja mit nochmal schön den Eiffelturm besuchen.
Ja, dann zumindest, hat ja wahrscheinlich zumindest ein kleines Buch mit, wo der Eiffelturm drauf ist. Ich habe mich auch schon mal in der Rückperipherie gefahren. Also ich, sonst schaffe das immer, aber eigentlich ist, wenn man, nach, wenn man irgendwo nach Süden will, dann gehst du ja fast ohne um Paris. Also um Paris kommt man schlecht rum. Ja. Und wie gesagt, da gibt es diese Peripherie, diese Autobahn, die Straße um Paris oder die in Paris sozusagen um den Stadtkern herumführt. Und da gibt es dann diverse Ausfahrten. Ja. Straßburg, Lyon, Das ist die Straße? London, Barcelona und, so, und New York. Tunis, Casablanca. Und wenn du da die falsche Ausfahrt nimmst, bist du in Afrika ruckzuck. Ne? Bist du ruckzuck in Marokko. Statt in Javier, wo waren wir immer hingefahren? Nach Javier, zwischen Alicante und Valencia. Aber nee, das ist traumatisch. Wenn dann ist die Stimmung auch gleich im Keller und alle aufgeregt und so. Ja. Und früher gab es, früher gab es dann auch öfter mal ein paar Beulen aus dem Urlaub in Frankreich, weil die im Gegensatz zu den Deutschen ja nicht so pingelig. Stimmt. Da wird dann auch gleich weitergefahren, weil es gehört einfach dazu. Ne? Ich kenne mal, der traditionelle Fehler damals, auch heute noch, ist immer der, dass man von Deutschland aus den Mietwagen mietet und den immer ein paar Schuhnummern zu groß nimmt. Weil nämlich, wenn man in Spanien unterwegs ist, sind halt diese engen Gässchen und die Autos sind alle total zerdeppert. Und der Deutsche kommt dann rein und ist der Einzige da, der dann so eine fette Limousine gemietet hat und versucht dann so, sich durch diese spanischen Gässchen zu zwängen und wundert sich dann, dass er irgendwo durchkommt. Das ist also total überflüssig. Ich kann ja für die südlichen Länder eigentlich nur empfehlen, immer den kleinsten Wagen zu wählen und immer den damit auch den preiswertesten. Das macht am meisten Sinn eigentlich. Wolfgang Müller hat ja mal einen Song geschrieben, der heißt Leben wie Franzosen Autofahren. Wolfgang Müller, das ist metaphorisch, glaube ich. Also mal, guter Song übrigens. So müsste man das Leben auch angehen, ja? Ja, nicht gleich die Polizei rufen bei so einem kleinen Ratscha irgendwie, ne, auf dem Parkplatz vom Carrefour irgendwie, einfach sagen, Mensch, ne, dass es nicht so ist wie früher, ne, wo man mit einer Zerbeulten-Tür und einer Kofferraumklappe, die nicht mehr aufging, nach Hause kam. Aber das Zeiten haben sich ja geändert und heute wird geflogen, heute wird klimatisiert durch die Gegend gefahren. Und, es gab ja mal eine ganz kurze Episode der Geschichte, in der die deutsche Straßenverkehrsordnung auch in Paris gegolten hat, aber die ist zum Glück vorbei und das wollen wir auch nicht wieder haben. Nee, Franzosen gleich auch nicht. Nee, Franzosen, ich kann mich übrigens daran erinnern, das, was früher auch noch üblich war, gelegentlich, das war körperliche Züchtigung, das ist ja heute auch nicht mehr so ein Thema, dass zum Beispiel dieses typische, wir beiden Kinder, ich und meine Schwester hinten auf der Rückbank und dann haben wir da irgendwie Rabatz gemacht und da wurde mal so kurz von einem der beiden Erwachsenen vorne mal so kurz links und rechts hinten aufgeteilt. Ja, genau, und willkürlich. Gepatscht hat, einfach egal, patsch, und egal was man gerade trifft. Ja, wenn der Beifahrer traf, der mehr die linke Person und der Fahrer die rechte, ne? Das wurde dann einfach so willkürlich körperlich gezüchtigt, bei voller Fahrt, ne? Ja. Kenn ich auch noch. Hat uns ja auch nicht groß geschadet, also ich habe jetzt einen leichten Spaß. Besser als ranfahren, die Tür aufreißen und dann so richtig auf dem Parkplatz. Also das hat uns auch nicht geschadet, ne? Also ich habe halt so einen leichten Sprachfehler, hat so ein Zucken am Auge, aber ansonsten hat es nicht geschadet. Vor allem, wenn ich über Urlaub rede. Ja, wenn das Wort Urlaub fällt. Nein, nicht wieder in Urlaub. Da gibt es Axel Schweiß das Wort. Deswegen, ich will zur Schule. Deswegen immer nur mit der Zeitung schlagen, damit keine Handscheu wird. Genau, die Zeitung, richtig, Handscheu. Das kommt ganz schnell. Bei uns gab es immer in der Mitte so einen Kinderkoffer, um die Kinder zu trennen. Also wir hatten immer so kleine Koffer dabei, wo unsere Matchbox-Autos immer, und die durften wir dann zwischen uns stellen, damit sozusagen klar war, wem das Revier gehört. Und aber es hat auch nicht viel. Also ich habe mich nicht gestritten, weil ich mir erstmal ganz schlecht wurde. Ich musste dann schon in Bremen, was haben wir da? Es war die Gefahr, die A1, also kurz hinter Oldenburg, musste ich schon mitten ganz schnell auf die Raststelle fahren, erstmal alles voll kotzen. Oh. Und dann hatte ja natürlich irgendwie neue, da gab es so wie die neue Mickey Maus und das neue das lustige Taschenbuch und dann erstmal schön, ne, auf dem Weg zur Autobahn, Kurvenbereich und dann ging es irgendwann los. Aber es gibt ja auch Tabletten, also Reisetabletten, nicht vergessen, mit Ingwer gibt es das auch. Super Pep habe ich da, glaube ich, mal genommen. Es gibt, seitdem ich mal in Helgoland so ein kleines und schönes Erlebnis hatte. Super Pep ist gut. Super Pep, einfach mal nicht vergessen, vorher einnehmen, nicht erst, wenn es schon zu spät ist. Für Kinder aber, glaube ich, eher Womex A, das ist ja so was Flüssiges. Muss man aber mit aufpassen, wird nämlich oft missbraucht, habe ich jetzt gelesen, und zwar nehmen das wohl auch Leute als Schlafmittel für ihre Kinder und dafür ist es eigentlich nicht geeignet, weil es kann dann auch mal dauerhafter Schlaf werden. Also muss man ein bisschen aufpassen, nicht übertreiben mit sowas, ne? Also nur in Ausnahmefällen. Also du hast ja gerade erzählt, ihr habt einen Geschenkebeutel dabei gehabt, das kenne ich ja nicht nur von Lufthansa, ich durfte ja als Kind auch ab und zu mal, das war ja damals auch so eine Luxusnummer, mit Lufthansa zur Oma fliegen und da war tatsächlich eine Stewardess dann für dich allein zuständig, mehr oder weniger. Rotkäppchen Kinderservice, ne? Die gab's so. Ich
hatte immer so ein orangenes Schildchen um den Hals in so einer Tasche. Und dann wurde dir alles Mögliche serviert, also von Cola satt bis hin zu irgendwelchen Kinderbüchern, Kinderpuzzeln und irgendwelchen anderen Spielsachen. Das war natürlich groß. Aber was, ich weiß, dass meine Mutter immer so einen Beutel dabei hatte. Das war so eine Art, so ein Gefrierbeutel, da war ein feuchter Waschlappen drin, Bestecke und dann halt so ein paar belegte Stullen und Eier. Besteck? Ja, da war Besteck drin. Ja, weiß ich auch nicht, wofür war das. Aber ich erinnere mich noch, dass wir immer eine Kühlbox dabei hatten und einen großen Picknickkorb und dann immer an der Raststätte einfach reingegangen ins Restaurant und nichts bestellt und dann immer hingesetzt haben. Hallo, können wir nochmal Servietten bekommen und noch einen Löffel? So wie im Bayerischen Biergarten oder was? Einfach so. Ja, einfach so reinsetzen und dann, das geht da heute auch nicht mehr, ne? Also da gibt es dann Bestellzwang. Also auch nicht mehr machen, am besten einfach hier die alten Würstchen da einfach mal auf den Teller laden und genießen und alles zu Hause lassen, weil das war früher vielleicht möglich, aber. Das geht heute noch nicht. Ich weiß, dass wir damals auch immer schon uns zu Hause eingecremt haben. Also ich weiß auch noch genau diesen Geruch von dem Delial, von diesem, kennst du das noch so, dieses Delial mit der braunen Brot Ideal. Genau, das habe ich. Ich weiß auch genau den Geruch davon. Ja. Im Auto eingecremt. Wir haben es vorher gemacht, damit wir dann direkt unterwegs auch schon eingecremt waren. Wo seid ihr denn hingefahren? Nach Cuxhaven? Gute Frage. So wie jetzt zum Flughafen nach. Ach so, wahrscheinlich. Oder im Schwarzwald. Ja, weiß ich auch nicht. Warum haben wir uns auch eingecremt? Mhm. Vielleicht hat das auch, nur Vorsicht. Ich dachte, das ist eine Höhen. Wir sind aber auch irgendwo. Ich weiß, dass wir am Strand waren. Ich weiß noch mal, wenn du dann zu Hause diese Delialflasche wieder aufgemacht hast und du hast sie am Strand benutzt, dann war das immer so dieses, das war das Gewinde immer so mit Sand. Ja. Und dann hat es so gequietscht und geknistert und so. Und also tat auch schön weh beim Auftragen. Stimmt. Mhm. Aber früher gehörte so ein Sonnenbrand ja auch irgendwie dazu. Das war jetzt nichts, was ungewöhnlich ist. Genau, und die Schwimmflügel nicht alle und so weiter, nicht alle schon vorher auf Urlaub aufblasen. Ja. Also ich habe mal, es ist gerade hier meine Kindheit der Revue passiert. Ja. Was hast du denn unterwegs so gemacht? Also ich habe Kiss gehört. Ich habe einfach nur, ich hatte vor dem Walkman hatte ich noch meinen Kassettenrekorder, mein Radio-Rekorder mit Tape Deck und hatte dann irgendwie diese riesen Block-Batterien, diese runden Batterien da drin, Ersatzbatterien und habe dann über Kopfhörer nur mal die Kiss Live 2 gehört. Also von Alter! Ja, hast du richtig deine Bässe gehabt? Vom Ohr. Ja, das ging gut. Ja, okay. Was haben die anderen dazu gesagt? Das war so ein Riesengeld. Das Geile war, wir hatten damals ein Citroën CX Familial. Der hatte drei Sitzbänke und ich hatte die letzte Sitzbank für mich alleine und das ganze Gepäck war auf dem Dach und ich hatte meine Schwester saß vor mir in der Mitte, saß hinten alleine und konnte dann meine CD, meine Musik hören. Ja. Das Gepäck war auf dem Dach, weil da hattet ihr so diese Plastikbox oder hattet ihr richtig die Koffer auf dem Dach? Wir hatten die ganz heftige Metallkisten vom Militär oder sowas. Cool. Weißt du, ne? Ja, das ist cool. Und darauf noch das Surfbrett und so. Das ist nochmal französisch. Cool. Ja, das war, glaube ich, mit 6 Tonnen überladen, aber es ist meistens gut gegangen. Also wir hatten so einen kleinen kaputten Kassettenrekorder, da musste immer, ich weiß, da war die Klappe immer schon kaputt, da musste man so ein Gummiband drum machen und da haben wir dann immer ohne Ende Hörspiel drauf gedudelt und das durften wir auch ohne Kopfhörer hören hinten übrigens. Und das war dann aber, wir waren auch nur zu zweit. Ne? Und dann war das so, dass am Ende dann immer das geleiert hat, also was immer so, die Story, es war, wenn du die Story dann vom kleinen Muck zum 10. Mal gehört hast, dann ist sie nur noch so geleiert und irgendwann waren die Batterien alle und dann gab es auch keine Ersatzbatterien, sondern die Batterien alle waren, war Feierabend. Ich bin gespannt, wie es ausgeht diesmal, oder? Ja, war so wie, das hat man auch jeden Abend zum Einschlafen gehört und so. Ne? Einschlürfen, ich schlürfe gerade meinen Kaffee. Ja. Ja, weißt du, meine Mutter hatte immer diese Bücher mit Nummern verbinden. Kennst du das noch, dass man irgendwie so Gespenster oder irgendwelche Bilder gemalt hat? Ja. Und genau, da musste man also nicht mal nach Zahlen, sondern wirklich diese Nummernbilder. Und ich hatte dieses, kennst du dieses Puzzle, dieses Verschiebepuzzle? Ja, natürlich. Eine Stelle frei, das konnte man dann auch auswendig irgendwie, egal wie diese Quadrate da angeht, das ging auch ganz schnell. Das gab es ja auch von der Lufthansa-Tante, das weiß ich. Die hat immer diese Dinger dir gegeben und dann hast du die heute iPad hinter die an den Kopfstütze rangmontiert, irgendwie 7 DVDs hier, Pinguine von Madagaskar und dann geht's mal schön ruhig runter bis nach Marseille. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass man so einen Shell-Atlas, oder das hatte glaube ich jeder, hatte doch so einen Shell-Atlas hinten auf der Ablage oder zumindest im Kofferraum und dass es da immer so eine Seite drin war, das war auch ein beliebtes Spiel, die Kennzeichenseite. Da gab es eine Seite, da konnte man die ganzen Kennzeichen nachlesen. Abhaken, ne? Ja, da konntest du immer draußen gucken, okay, DD, was weiß ich, was alles so gab, ne? Und dann konntest du, was man nicht wusste, DD war glaube ich Dresden, oder? Ja, Dresden, aber das war was anderes. Das war ja nach der Wende, der mich mal an. Ja. Davor, das kenne ich auch, Kennzeichen abhaken. Genau, und da gab
da gab es auch so Entfernungstabellen. Da konnte man als Kind auch schon mal sehen, wo die Städte liegen, wie weit die auseinander liegen und so. Weil das, ich weiß nicht, ob die Kinder das heute noch lernen, weil mit dem Navi lernst du das ja nicht. Da fährst du einfach nochmal Stück für Stück. Also damals wusste man als Kind schon ganz genau, aha, München ganz unten, für die meisten Bremen ganz oben. In Skandinavien, also wenn man heute mal Jugendliche fragt. Schweden? Nee, ich kenne das immer nur von irgendwelchen Sendungen aus dem Privatfernsehen, wo dann Leute auf der Straße gefragt werden, wo liegt denn wohl Spanien? Und dann wird dann das immer schön oben die Magnettafel mit dem Namen von Spanien so zwischen Norwegen und Finnland. Das ist traurig. Ja. Ich weiß nicht, was, also ein iPhone hatte damals noch keiner. Aber was wir hatten, waren diese kleinen Märchenparkfernseher. Kennst du die noch? Waren so kleine, wie so kleine Fernseher, wo man hinten reingucken konnte. Da musste man das so gegen die Sonne halten, dann konnte man so einen Knopf drücken. Voll öde, ja. Dann kam immer ein Bild nach dem anderen. Und das war dann meistens irgendwie, ich weiß nicht, was war das? Entweder war das irgendwelche Märchen oder so. Mhm. Da waren dann irgendwie so 8 Bilder oder so. Da konnte man sich so durchklippern. Und Zanke gab es auch mal beim Panzerquartett oder beim Autoquartett. Ja. Da gab es sofort Zanke. Und man wusste genau, wenn man den Knopf hat, dann kann man nicht mehr verlieren, weil der ist nur an einer Stelle schlagbar und dann weiß man das. Aber das gab auch immer Stress drin. Und da war dann am Kamener Kreuz schon die Stimmung im Keller. Ja. Ich hatte auch noch mal kurz hier Rücksprache gehalten mit Kennern, wie das denn im Osten so abging. Weil im Westen, klar, war das so, wie wir es gerade beschrieben haben, mit dem Citroën, mit dem Surfbrett nach Rimini. Aber im Osten war eine ganz andere Tour unterwegs. Und ich weiß, habe jetzt hier gehört, gerade in den 80er Jahren mit dem Sabarosch, das war wohl ein Auto, nach Bulgarien. Und dann eben nicht nur den Urlaubstrip gemacht, sondern gleich auch Fliesen fürs Bad gekauft und dann das ganze Auto unten mit Fliesen ausgelegt auf der Rückfahrt und dann mit 30 km/h nach Rostock zurückgefahren. Also fand ich irgendwie eine coole Story. Wer das gemacht? Das habe ich hier von jemandem gehört, der im Osten sozusagen früher in Urlaub gefahren ist und die haben sozusagen dann das als Einkaufstrip genommen, weil es eben in der DDR damals keine Badezimmerfliesen gab. Und da wurde eben da einmal ein Badeurlaub gemacht, ne? Und dann eben gleichzeitig das ganze Auto eben vollgepackt mit Fliesen und dann ist da natürlich, das war das so kleine Schrottkisten und dann musstest du halt mit 30 km/h zurückfahren, also warst du dann wahrscheinlich doppelt so oder dreimal so lange unterwegs. Ne? Wir haben uns mal einen uralten VW-Bus gekauft mit Freunden, sind dann nach Spanien gefahren und dann mussten wir, war wirklich, keine Ahnung, Baujahr 78 oder sowas und noch älter, dann mussten wir in die Kasseler Berge da mit unserer Unfallspur fahren, weil das voran ging. Aber es war echt cool, dann hast du dann noch mit Frankreich sind, mit offener Tür gefahren und so. Das war noch schön. Ja, das mit offener Tür ist natürlich cool, ja. Hippie-mäßig. Was auch jeder kennt, ist dieses Ding, dass man irgendwie in Spanien oder Südfrankreich oder so sich dann so kistenweise Wein gekauft hat oder irgendwelche anderen Sachen und die schmecken dann aber gar nicht mehr, wenn man hier ist, weil das da unten einfach alles irgendwie zur Umgebung passt und sehr beliebt immer früher so das ganze Auto vollpacken mit so Korbweinflaschen und dann zu Hause eben so probieren und denken so, ach so, ist gar nicht so geil. Also das war dann so, es sind so Sachen, es gibt einfach Sachen, die schmecken, die muss man schon vor Ort essen, die bringen nichts, wenn man die mit nach Hause nimmt. Kommt drauf an. Die Paella schmeckt dann auch nicht im Dezember, ne? Nee. Und die Muschelsuppe in der Bretagne, die kann man sich auch nicht mit nach Rostock nehmen, das ist auch schwer. Ja. Also was ich auch nochmal ein paar Kollegen gefragt habe, ist, was sie sozusagen, was man eigentlich alles unterm Fahrersitz findet. Wenn man als Kind hinten sitzt und unter den Sitz guckt, aus Langeweile, was man da alles findet. Mhm. Und was jetzt sozusagen heutzutage oft gefunden wird, es gibt ja immer diese ganzen Zeitschriften für Jungs und Mädchen, wo vorne so Gimmicks drin sind. Bei uns gab es ja früher nur das Yps-Heft. Und heutzutage gibt es halt diese Mädchenhefte, da ist halt immer jede Menge Schmuck und Ringe drin und sowas, ne? Und diesen Kram findet man da, Lego-Steine, wurde mir gesagt, dann von Playmobil so Kleinteile, natürlich Apfelklitschen, Apfelklitschen kann ich mich gut erinnern, die lagen da immer schon, auch im Auto von meiner Mutter früher. Dann gab es immer jede Menge Kleingeld, das man so gefunden hat, so abgefressene Brötchen, die so eingetrocknet waren, denn sowieso natürlich Kaugummis im Teppich, die du gerade nicht mehr rausgekriegt hast. Dann sowas kann ich mich erinnern. Bei euch nicht? Nee, das ist nicht so reichhaltig. Denn so Spielzeugtiere, Pommes kenne ich auch. Also in meinem Auto liegen immer jede Menge Pommes überall verstreut. Mhm. Wenn ich unterwegs Pommes esse, dann fallen die ab und zu mal in die Ritzen rein. Dann natürlich so Joghurtdeckel, Eisstiele, eingetrocknete Knete fand ich auch gut und so alte Capri-Sonne. Das fand ich interessant. Das waren also die Sachen, die bei anderen Leuten so unter Vordersitz und Rücksitz gefunden wurden. Und so. Mhm. Ja, also
So, wir haben es gerade gemerkt, dass wir noch ein paar technische Probleme hatten, weil wir sitzen jetzt wieder face-to-face hier. Wir haben jetzt gerade mal ein bisschen noch ein paar die Einstellungen geändert. Jetzt dürfte auch dieser Filter oder was da eben drauf lag, weg sein. Zweite Sendung face-to-face. Technische Probleme gibt es immer wieder. Und Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Sorry. Aber jetzt geht es normal weiter. Also mit Top-Audio-Qualität, wie es gewohnt seid von uns. Und du warst irgendwann nochmal unter was finde ich unterm Sitz. Also ich weiß überhaupt nicht, was da. Ich habe da nie nachgeguckt, ehrlich gesagt. Ja. Aber Das ist heutzutage auch so, dass ich bin auch so ein paar Mal, der sein Auto mal aussaugt. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Ich lege ja großen Wert auf Hygiene. Also wenn ich da irgendwie Pommes oder irgendwelche anderen Sachen finde, dann räume ich die auch selber weg. Mhm. Cool. Das ist doch gut. Wollen wir noch, was haben wir da für Themen? Wir haben noch die Chris Awards, haben wir glaube ich noch mal. Ja, wir können aber über Kino reden. Wir haben noch die Kino-Sendung. Freude im Programm. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut. Oh. Ja genau, Road Movie ist so das Thema. Und den Film, über den ich auch schon mal erzählt habe, aber von dem ich immer so fasziniert bin, dass ich davon auch nicht lassen kann, das ist Die Schrillen Vier auf Achse von 1983 mit Chevy Chase in der Hauptrolle. Da spielt er zum ersten Mal seine eigentliche Hauptrolle, die er immer gespielt hat, nämlich den Familienvater der Griswolds. Die Griswolds ist so eine typisch amerikanische Familie, die halt dann im Sommer 1983 in Urlaub fährt und dabei eben Abenteuer erlebt überall in den Weiten der amerikanischen Tiefebene und sie sind dann in so einem Kombi unterwegs. Ne? Ja, genau, der Wagen ist der Ford Limited Country Squire von 79, beziehungsweise das Ford Limited Country Squire Modell von 84, wurde nochmal umgebaut. Wenn ihr den Film, der heißt im Original National Lampoon's Vacation, die Schrillen Vier auf Achse auf Deutsch und den Wagen kennt ihr bestimmt, das ist ein Ford, und der hat halt diese Holzapplikationen, so eine grüne Lackierung und so Holzapplikationen, großartig und wurde nochmal ein bisschen umgebaut, irgendwie mit so einem Logo vorne, so eine Art Krone oder sowas. Das ist eigentlich ein Chrysler-Logo, obwohl das gehört ja auch zu irgendwie. Nee, gehört ja nicht zusammen, aber natürlich nicht, aber wie auch immer, das war so ein Unikat. Genau, so ein ikonisches Auto. Und in der neuen Verfilmung, jetzt vor ein, zwei Jahren, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, da war dasselbe Phänomen, da wurde auch so ein super Wohnmobil gebaut, was dann so nach und nach auseinandergefallen ist. Aber haben die nicht denn ihre Tour, die haben doch dann so eine Tour gemacht, wollten in diesem Freizeitpark, ne? Genau. Die sind unterwegs nach Wally World. Und zwar ist es insbesondere ein Wunsch des Familienvaters, Chevy Chase, der das dann auch durchsetzt, gegen seine Frau und gegen die Kinder, die eigentlich viel lieber woanders sind, möchten. Die Mutter möchte theoretisch eigentlich immer nach Paris oder an andere romantische Orte. Die Kinder wollen natürlich auch lieber irgendwo im Süden auf die Insel oder so. Und, aber Papa will halt seine Kindheitserinnerungen wieder auffrischen und natürlich auch ein bisschen Geld sparen und schlägt deswegen Wally World vor. Wir sind die Griswolds. Das ist doch das bekannteste Zitat, ne? Genau. Und die suchen doch dann auch noch den Neffen oder so, der noch Geld braucht. Genau, die besuchen ihre etwas dementen Redneck-Freunde, Verwandten im Süden unterwegs und am Ende nehmen sie dann auch noch die Oma mit. Die Oma, und genau. Die lebt dann noch. Die lebt dann noch und irgendwann stirbt sie dann und dann wird sie auf dem Dachgepäckträger mittransportiert. Und, genau, weil das ist alles egal. Hauptsache wir kommen nach Wally World. Genau, mit oder ohne Omi. Und irgendwann kommen sie da auch an, aber da ist dann geschlossen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt spoilern, wie es ausgeht. Also sagen wir mal so, sie kommen zu ihrem Recht und insbesondere der Parkbesitzer spielt dabei noch eine unterstützende Rolle. Und dann kommt auch noch John Candy, der von mir sehr heiß geliebt in der kleinen Rolle. Als Polizist? Ja, der ist da so als Parkwächter oder so, glaube ich. Und auf jeden Fall toller Film, Die Schrillen Vier auf Achse. Ist eigentlich der typische Ferienfilm, den man sich mal entweder als Video on Demand oder als DVD mal holen sollte. Finde ich, sollte eigentlich jeder haben. Mhm. Gibt ja, übrigens auch gerade, ne, bei Amazon zum Beispiel gibt es eine schöne Box, wo die ganzen Griswolds-Filme drin sind. Aber haben die nicht auch einen Weihnachtsfilm gemacht? Die haben Weihnachtsfilm gemacht. Die ganze Zeit versucht, so eine Weihnachtsbeleuchtung auf dem Dach zu installieren. Ich glaube, das ist sogar der erste Film, wenn ich es richtig weiß. Den fand ich auch super. Genau, den
gibt es den, dann gibt es noch den, wo sie den Eurotrip machen, also wo sie dann in Europa unterwegs sind, so zwischen Italien und Oberbayern, alles Mögliche erleben. Und da heißt auch, wie hieß der nochmal auf Deutsch? Ich glaube, da heißt es auch wieder die Rückkehr der schrillen Vier oder so. Jedenfalls, die Amerikaner, weiß nicht, als die bei uns zu Besuch waren, hier als Austauschschüler, haben sich immer totgelacht über die deutschen Titel von den Filmen. Die sind immer so spektakuläre Titel in Deutschland, die eigentlich mit dem Film ein wenig zu tun haben, die schrillen Vier auf Achse. Naja, gut, irgendwie hat es schon was damit zu tun, ja. Genau. Ja, geiler Film. Super. Kann man gut gealtert, kann man immer noch gucken. Also ich, genau wie Schlappschuss, fällt mir gerade ein, selten dämlicher Titel, Slapshot mit Paul Newman und den Hanson Brothers als Eishockey, also fällt mir gerade ein, Film, der... Cooler Film. Cooler Sportfilm, aber auch unterhaltsam. Selten dämlicher Name, ja, genau, ein Eishockey-Team in der Provinz, was kennt ihr bestimmt auch, wenn wir auch immer wieder schauen, irgendwie Eishockey ohne Helm und ohne Mundschutz. Genau. Schräg. Wie alt war eigentlich Paul Newman damals? Der muss ja auch schon in den 40ern gewesen sein, oder? Das war ja damals sowieso häufig so, dass irgendwie immer so 40, 50-Jährige die Rolle von 30-Jährigen gespielt haben und 30-Jährige die Rolle von 15-Jährigen. Das in Teenie-Komödien war es ja auch immer so, dass irgendwelche Erwachsenen mit Schnauzbart plötzlich so Schulkinder gespielt haben. Das war sehr beliebt damals. Und so Frauen, die so, wo du auch merktest, okay, auch rein körperlich, die waren bestimmt Ende 20, die dann immer so irgendwelche schüchternen Schulmädchen spielen sollten in Minirücken. Also das war früher so ein Ding, ich weiß nicht. Ja. Ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Nee, ist mir so nicht aufgefallen. Ja. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, du achtest halt nicht auf sowas. Nee, das stimmt. Ja, du bist eine ehrliche Haut. So. Ja, also, was haben wir noch? Ja, wir haben noch was, klar. Nein, Filme habe ich nicht mehr. Achso, ich habe gerade über diesen Wagen reden, irgendwie den Ford, Lee Iacocca ist ja gestorben, der Manager von Chrysler und vorher von Ford, der vorher bei Ford war. Der hat ja, ich weiß, gehört nicht zum Thema Film, aber der hat ja tatsächlich, wusste ich gar nicht, den Ford Mustang entwickelt, ne? Also den Verkaufsschlager schlechthin, der jetzt auch wieder in Deutschland zu haben ist, original, also jetzt nicht als Import, sondern direkt von Ford zu kaufen ist, wenn man viel PS haben will, für wenig Geld, ist echt so ein Dodge oder ein Ford Mustang, Dodge Charger oder was, jetzt das günstigste, was man kaufen kann. Und er hat es früher erkannt, dann bei Chrysler, hat er Chrysler gerettet, der hat auch ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, wie das Buch hieß, habe ich damals auch immer gelesen, mal mit dem Erfolg, den er da hatte. Das war in den 80ern so der Typ, der diese ganzen Erfolgsbücher geschrieben hat, ne? So The Art of the Deal und irgendwelche Geschichten über sein Leben und so. Mhm. Und das war so ein Typ wie Donald Trump, würde ich mal sagen, zumindest so, man hat das Gefühl, dass so ein amerikanischer Erfolgsmensch sympathisch und wir braven Westdeutschen, wir kannten ja halt nur Helmut Kohl und weiß ich nicht, wer so bei der Telekom das sagen hätte, aber jedenfalls, für uns war Lee Iacocca so ein cooler Draufgänger-Typ, der so einfach mal ganz nebenbei die Weltherrschaft errungen hat im Automarkt und hat Chrysler wieder auf die Beine geholfen. Mhm. Also seine Karriere bei Ford war dann irgendwann auch beendet, weil den Ford unter anderem, weil er den Ford Pinto auf den Markt geschmissen hat, der hat leider einen Konstruktionsfehler. Der Wagen wird zwischen 1970 und 1980 hergestellt und war eine Reaktion auf die japanischen Kleinwagen. Und das Problem war die Schwachstelle, die er hinten beim Benzintank hatte. Und zwar ist der beim Auffahrunfall immer in regelmäßigen Flammen aufgegangen, der ganze Wagen. Da sind mindestens 60 Menschen, sollen angeblich in den 70er Jahren ums Leben gekommen sein. Ich ziehe das Lachen also zurück. Es war kein Erfolgsmodell, sag ich mal. Nee. Aber er war Feuer und Flamme für den Wagen. 120 wurden schwer verletzt Ford hat irgendwie 1,5 Millionen Jahre, Exemplare zurückgerufen. Kleiner Ausdruck nochmal. Und er hat, was ich auch faszinierend fand, erkannt, dass man dass sozusagen Vans irgendwie erfolgreich sein könnten. Mhm. Und da fing er sozusagen an. Richtig. Ich erinnere mich an, das war Chrysler, waren die ersten, die so richtige Vans gebaut haben, oder? Die Minivans. Das war sozusagen der Dodge Caravan, der Plymouth Voyager und der Chrysler Town and Country. Also da ging es los halt mit den Vans. Also er hat gesehen, dass der VW Bulli halt sehr erfolgreich war. Und dann noch ganz kurz, kleiner Ausdruck gleich zu Ende, SUVs waren auch, also der
erste SUV war sozusagen der 1974er Jeep Cherokee, der mit Allradantrieb und so weiter eigentlich schon dem entsprach. Und er wurde zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon 1974 das Sports Utility Vehicle SUV genannt. Und das war sozusagen die Geburtsstunde weit vor der Mercedes M-Klasse, die dann irgendwie durch Jurassic Park und so weiter. Kleiner Ausdruck zu Lee Cooker, verstorben letzte Woche, glaube ich. Also genau, und wer ab und zu mal auf YouTube die Pornstars guckt, also nicht die Pornstars, sondern die Pornstars, also die Funhouse-Stars, der weiß, dass es von Lee Iacocca auch eine Ford Mustang Special Edition gibt. Für tolles Geld kann man die kaufen. Und ja, also der Typ hat einiges geliefert, was in Sachen Autos ging. Mhm. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Tag, hier spricht Ihr Kapitän Norbert Kleinhuber. Ich begrüße Sie auf dem Flug von Hannover nach Würzburg. Aus unserem Bordprogramm möchte ich Ihnen empfehlen, die Sendung Last Exit danach. Ich wünsche einen guten Flug und gute Unterhaltung. Ja, genau. Schön Urlaub mit dem Flugzeug. Hier sind wir wieder. Genau, kleiner Ausflug in die Automobilbranche zu der Kuka. Wir haben ja noch was, noch wieder die unsere legendären Top Ten, ne? Haben wir sonst noch, genau, noch irgendwas? Oder wollen wir die Top Ten gleich mal starten hier? Yeehaw! Howdy, partners! Tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last Exit Andernach Top 10. It's just awesome. Ja, die Top 10, diesmal haben wir überhaupt nichts mit Urlaub zu tun, haben wir festgestellt, aber wir haben vorher schon fertig. Die überflüssigsten Haushaltsgeräte. Genau. Haushaltsgeräte, elektrische, mechanische, manuelle Haushaltsgeräte, die kein Mensch braucht. Jeder hat ja eine Top 20, ne? Jeder hat hier eine Top 10. Also, genau. Also, na gut. Wie auch immer, soll ich mal anfangen oder willst du? Genau. Ich fange mal an, ja. Also meine überflüssigsten Haushaltsgeräte, die kein Mensch braucht. Ich habe viele im amerikanischen Bereich gesucht, so. Und zwar habe ich das Barbecue Branding Iron gefunden. Also da kann man sozusagen so ein Monogramm oder einen Namen auf sein Steak sozusagen brennen, indem man das nochmal stark erhitzt, dieses Eisen sozusagen, was man auch bei Kühen und so weiter macht, ne? Also totaler Schwachsinn irgendwie, kostet nur Zeit und Nerven. Es ist ruckzuck aufgegessen, halte ich für total überflüssigen Quatsch. Nimmt nur Platz in der Schublade. Wahrscheinlich verbrennt man sich dabei noch beim Anwärmen mit dem Gasbunsenbrenner oder dem Flambiergerät oder so. Also halte ich für Schwachsinn und also am besten nicht bestellen. Würde ich mir auch nicht bestellen. Ich habe auf Platz 10 den Eitrenner. Das ist so ein Löffel mit so Löchern drin. Da kann man Eigelb und Eiweiß trennen. Das ist für mich der größte Schwachsinn. Ich meine, jeder, der sich ein bisschen auskennt, kann das auch von Hand. Kannst du das? Von Hand trennen. Ja, ein bisschen, ja? Schon. Ich glaube schon. Also ja, kannst du auch. Mit den Eierschalen, ne? So hin und her. Ja, genau. Ja. Aber das lernt man doch von Mutti schon mit sieben oder nicht. Das braucht man noch nicht. Brauche ich auch keinen Löffel mit Löchern für oder so. Also das ist ein Gerät, was man sich bestellen kann, um das zu trennen, und funktioniert nie, habe ich dann auch mal gehört jetzt von jemandem, der das hat. Und totaler Bullshit, macht die Schublade voll und bringt nichts. Mhm. Also Eitrenner auf keinen Fall. Ich habe übrigens ein Gerät gefunden bei der Recherche, dass da kann man so ein Sunny-Ei machen. Sunny, also das Eigelb ist so eine Art Keksform, ja, für die Bratpfanne. Da kommt das Eigelb sozusagen in so ein rundes, mit so einem runden Teil, und der Rest ist in so eine Art Wolke, Wolkenform, das, ja, Eiweiß, und sieht das aus wie so eine aufgehende Sonne in der Bratpfanne, ja, sozusagen, interessant. Ja, ja. Meine Nummer 9 ist der elektrische Korkenzieher für Weinflaschen. Oh, ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wer sowas kauft, weiß aber schade um die Batterien. So eine Flasche Wein kriegt man einfach noch so auf, irgendwie. Es sei denn, man hat einen hohen Umsatz und kriegt das irgendwie nicht mehr, oder kriegt das nach der dritten Flasche nicht mehr gebastelt. Dann ist sowas vielleicht sinnvoll, aber meistens klappt es ja noch irgendwie, sonst haben wir den Nachbarn fragen oder so, aber sowas kriegt man mit zwei Brummeln auch noch auf, die fünfte Flasche Wein.
Also auch totaler Schwachsinn. Kann ich mich auch noch gut daran erinnern, das war so, ich weiß nicht, wann war das, so vor 10, 15 Jahren war das mal ein großes Ding. Da hatten das auch wirklich Leute, die man besucht hat. Echt? Auf sich, ja, natürlich. Oh, und auf sich gehalten haben. Das war auch relativ teuer, glaube ich. Kostete was um 50 bis 100 Euro. Also war kein Billigding. Mhm. Und ja, da wird halt in einem, aber ich meine, das ist ja, wenn du schon so voll bist, die Weinflasche aufzumachen, also dann finde ich, soll man es auch gleich ganz lassen. Ne? Ich habe übrigens auch sowas gefunden, was du gefunden hast, so eine Stanze, mit der man so Toasts ausstanzen konnte. Also da kann man dann irgendwie so Herzformen oder Sterne ausstanzen. Ich keine Ahnung, wer sowas braucht. Vor allem den Rest vom Toast schmeißt man dann wahrscheinlich weg. Also ich habe keine Ahnung. Okay. Ist aber nicht meine Nummer 9, sondern meine Nummer 9 ist ein Gerät, das in den 70er Jahren tatsächlich in vielen Küchen zu Hause war, und zwar ein Küchengrill. Das war so, ist so ein Grillgerät, in dem man tatsächlich ein ganzes komplettes Huhn aufspießen konnte und grillen konnte in der Küche. Ja, das kenne ich auch noch. Was natürlich bedeutet, dass das... war so Alufolie drin. Ganz genau. Oh. Das ganze Gerät war natürlich damit voller Fett, voller tierischem Fett. Ja. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, wie das war, das dann zu reinigen von innen. Denn so, das war nämlich auch ein sehr kompliziertes, verschachteltes Inneres, was aus so Blechteilen bestand und diversen Spießen so und Stangen. Ja. Mega aufwendig. So ein Drehspieß. Ja. Es war auch so ein bisschen die Zeit vor der Mikrowelle. Vielleicht ist das dann auch von der Mikrowelle verdrängt worden. Jedenfalls damals ziemlich unhygienisch, würde ich sagen, ziemlich komisch. Also, ja, und das war wieder sauber gekriegt. Nee, und vor allem Braten kannst du doch an jeder Ecke holen. Aber vielleicht war das damals noch nicht so. Ich weiß es nicht. Also ein halbes Hähnchen, ja. Alter. Ja. Wirklich zu Hause backen. Ich weiß es nicht. Chicken Meyer. Das war meine Nummer 9. So, bei mir ist es, mache ich mal weiter mit meiner Nummer 8, das ist der Tischstaubsauger. Da habe ich auch nie verstanden, wie man sowas braucht, Tischstaubsauger, einfach Kugel vom Tisch kriegen und dann, dann irgendwann aufsaugen. Aber ein Tischstaubsauger, leistet einen Wirkungsgrad von 8% irgendwie gefühlt, ne? Irgendwas ein Heidenlärm, wie die Concorde beim Start. Der sorgt so gut wie keinen einzigen Krübel weg und halte ich für Schwachsinn. Tischstaubsauger braucht kein Mensch. Nee, wirklich nicht. Also meine Nummer 8 wäre dann der Kirschkernentferner. Auch total, den habe ich auch erst, ja. Oh, shit. Soll ich ja, nee, den hatte ich auch elektrisch oder manuell? Na, elektrisch natürlich. Also ja, so elektrisch, so manuell geht es ja, aber wie willst du das sonst machen? Ja, eben. Also das ist so ein Gerät, wo du so Kirschen reintust und also das ist ein elektrisches Gerät, was so ziemlich groß auch ist. Also es ist kein kleines Gerät so, ne? Und wo du die Kirschen halt reinfüllst. Weil du einmal im Jahr Kirschen kaufst. Ja, den, Alter. Dann hast du so ein Gerät da. Mein Gott, dann spuckt die Kerne doch aus, ey. Was soll das? Und auf jeden Fall, vielleicht ist das für Leute, die dann so Kuchen backen mit Kirschen oder keine Ahnung, wer sowas braucht. Also das ist wirklich ein Kirschkernentferner. Also das ist dann so ein Gerät, was wieder so einen halben Schrank einnimmt. Braucht kein Mensch. Ja, dann habe ich bei Nummer 7, das ist der Schokobrunnen. Der macht am Anfang so wahrscheinlich Mörderspaß. Irgendwie schon darum im dritten Mal wahrscheinlich so super unhygienisch. Schokobrunnen auch gerade im Kontext von Adipositas nicht zu empfehlen. Also am Ende läuft der den ganzen Tag und man hält irgendwie alles, so seine Fischstäbchen und so drunter gefährlich, also was auch hier so Karies und Gewichtszunahme angeht. Also Schokobrunnen, genauso schwachsinnig wie ein Zimmerspringbrunnen. Wieder auf Frage. Das gab es ja auch mal. Ich hatte mal einen Fahrlehrer, der sowas hatte, da war ich auch konsterniert, wollte dann auch gleich die Fahrschule wechseln. Ich bin konsterniert, warum du bei deinem Fahrlehrer zu Hause warst. Ja, der wollte dann eine Rechnung geschrieben oder so. Oder Rechnung? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ist egal, aber so, jede Form von Springbrunnen zu Hause ist für mich, ist in meinen Augen irgendwie inadäquat. Also, ja. Absolut. So. Das war meine Nummer 7. Dann kommt jetzt meine Nummer 7 und zwar ist es, bei mir ist es, jetzt kommt der kritische Punkt, wo ich nicht sicher bin, ob du mir da widersprichst. Was ich total bescheuert finde, ist diese Zapfanlage zu Hause. Es gibt so viele Leute in unserem Alter oder auch etwas jünger, die zu Hause so diese. Die hat auch irgendwie so einen komischen Namen. Perfect Draft. Ja, Perfect Philips. Da wirst du voll zum Eiken. Da hatte ich mal stehen bei mir ausgeliehen. Ja. Dann dadurch für meinen Geburtstag noch zwei kleine Fässer über. Das stand neben dem Kühlschrank bei mir und das Ding steht dann da und man es blinkt und leuchtet und dann zeigt es mal an, wie kalt das Bier ist, exakt 3 Grad, also perfekte Trinktemperatur und deswegen gefährlich, also da wirst du also schneller zum Alkoholiker, als du lieb bist. Ja klar, und ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Zeit lang bei einer Brauerei als Praktikant gearbeitet und da war das auch so, dass die PR-Chefin immer so eine Zapfanlage im Zimmer hatte und jeder, der zu Besuch kam, egal ob es jetzt der Paketbote war oder ein Journalist oder irgendwie jemand anderes oder ein Vorgesetzter, es wurde immer sofort ein Pilz gezapft und fand ich total verrückt. Also wirst du wirklich zum Alkoholiker, also Zapfanlage, auch wenn das so cool heißt, Perfect Draft, lieber weglassen. Den gab es mal, als der Strom billig war und neu, irgendwie in den 60er Jahren irgendwie, Atomstrom irgendwie gab es günstig aus der Steckdose, der elektrische Fingernageltrockner,
Das ist, glaube ich, immer auf dem amerikanischen Markt irgendwie und zu Hause gewesen. Auch ein schwachsinniges Produkt. Gab es aber wirklich mal, habe ich mal in den 60er Jahren mal gesehen oder davon gehört. Und ja, braucht man eigentlich auch nicht. Nee. So, dann die Nummer 6, ne? War das schon, hast du denn die Nummer 6 schon gehabt? Ja, ja, das war die. Achso, also meine Nummer 6 ist dann das kennt jeder von QVC aus dem Werbefernsehen, dieses Gurkenspiralgerät. Das ist so ein Gerät, mit dem du so komische Gurkenspiralen machen kannst. Oder ich weiß, manche schnitzen sich ja auch so bescheuerte Rosen aus Radieschen oder sonst irgendwas. Ne? Auf jeden Fall gibt es da so ein spezielles Teil für, mit dem man so Spiralen drehen kann. Ich glaube, es gibt es auch dazu, wenn man ein Waffeleisen kauft, auf jeden Fall so ein Teil. Wer braucht, Alter, bitte. Ich meine, Gurken. Ich meine, das esse ich, haue ich in den Salat rein, ich brauche keine Deko oder irgendwas. Ne? Also essbare Deko halte ich sowieso für Irrsinn. Aber gut, okay, wenn man jetzt alleinstehend ist und sehr viel Freizeit hat, dann ist das vielleicht okay, aber ich würde es nicht empfehlen. Freunde, ja. Keine Freunde. Ja, die kommen dann auch nicht, wenn du so ein Gurkenspiralgerät hast. Ich habe bei mir Nummer 5 das Waffeleisen, das wird gekauft, irgendwie, oh, Waffeln, super, ne? Dann machst du einmal Waffeln und dann machst du im nächsten Jahr noch einmal Waffeln und dann 6 Jahre nicht mehr und dann steht dann trotzdem in der Küche rum, den Platz weg und man denkt immer dran, ja, müsste ich mal wieder machen, aber ist halt auch für überflüssig, weil Waffeln gibt es ja auch, am Foodtruck oder so. Brauche ich eigentlich auch nicht. Ja. Mache ich mir jetzt ganz einfach und sage drauf, der Sandwichmaker genauso besteuert. Dasselbe Gerät nur für Sandwiches. Das heißt, du tust links und rechts so komische Toastdreiecken rein, haust da dann irgendwie noch irgendwelche Salamistücke und Käsekrempel zwischen und so. Und, ist das der George Foreman Grill auch sowas? Das ist ein richtiger Grill. Wo das Fett so abfließt. Das ist ja das. Aber der Sandwichmaker, kennst du bestimmt auch diese dreieckigen Dinger, die so zusammengebacken werden. Das Ding ist immer eingesaut und im Grunde machst du nichts als dieses Ding putzen und hast dann halt so zusammengeschmolzene komische Dreiecke. Ich meine, das gute deutsche Butterbrot hat noch keinem geschadet. Also ich bin dafür dann einfach, warum. Ja, das warum, machen wir auch. Also jetzt irgendwie einfach einen Toast nehmen, irgendwie ein bisschen ein Spiegel, ein, zwei Spiegel dabei, aber harten Käse zusammendrücken, reicht, brauchst du auch keinen Grill für irgendwie. Ja. Das ist einfach ein Toaster und so. Ja, finde ich auch überflüssig. Was ist eigentlich Armer Ritter? Ist das irgendwie so nur so Toast, das der so ist, ich, in der Pfanne gebraten wird? Mit Fett oder so? Mit Fett und mit Zimtzucker und so. Dann habe ich bei mir, jetzt wird's kritisch, und zwar wusste gar nicht, dass sowas gibt, das, und zwar ein Gerät, irgendwie relativ neu ist irgendwie für unsere Zeit, und zwar ist es das heißt Twitch Tossing Dog Watching Wi-Fi Cam. Das heißt, das ist so eine Art Alexa oder sowas, eine Siri, also so eine Kiste, und da ist eine Kamera drin. Und da unten ist so eine Öffnung, dann kommen so kleine so Hundefutter raus, so kleine Treats, ne, für Hunde, so Süßigkeiten. Ja, ja. Und dann kann man das filmen, auch sozusagen mit der App verbinden und kann dann gucken, wie der, wird die im Original gefilmt, wie der Hund vor diesem, so hier Pavlov lässt grüßen, darauf wartet, dass diese Leckerlis aus dieser Box gefeuert werden. Und dann kann man das direkt filmen, also so direkt ins Maul rein. Wahrscheinlich. Also wer das braucht, der hat auch zu viel Freizeit, ist auch viel zu viel auf YouTube, glaube ich. Also, ich glaube auch. Also das Electric, das Treat Tossing Dog Watching Wi-Fi Cam, die Wi-Fi Cam bei mir auf Platz 3. Ja, sehr schön. Auf 3. Ja. Also ich kenne das von Nachbarn und so, dass die so Geräte haben, mit denen man die Katzen füttert, dass die Katzen sich selber füttern. Also sie müssen dann irgendwie nur irgendwie wogegen drücken und das Futter fällt dann in so eine kleine Schale rein. Die Katzen, die fallen aber alle dadurch auf, dass sie ungefähr doppelt so dick sind wie unsere Katze, weil die natürlich den ganzen Tag dann fressen, ist ja logisch, weil das sind ja so Tiere, Katzen und Hunde sind ja jetzt nicht die smartesten Tiere auf dem Globus, Entschuldigung da draußen, aber sondern wenn die was zu fressen kriegen, dann holen sie sich das auch. Das ist einfach so in der Wildnis, wenn was da ist, frisst man sich voll und wenn das ist, und natürlich kicken die Katzen dann den ganzen Tag dagegen und hauen sich dann eine ganze Schachtel rein am Tag. Und dementsprechend sehen die alle aus wie Fellballons, also ich würde es nicht empfehlen. Das ist übrigens mein Platz 4, ne? Du bist es, Platz 4 müsste jetzt dein Platz 4 kommen. Mein Platz 4 ist dann, das ist ein Gerät, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, mir erscheint das bescheuert, Marinadestanze. Das ist ein Gerät, da ist kein Scherz, du kannst das Fleisch nehmen, kannst die Marinade nicht nur außen drauf machen, sondern es wird so injiziert, ne, wie so eine Impfpistole, schießt du das, die Marinade in das Fleisch rein, damit auch kein bisschen mehr ohne Marinade ist, also das ganze Fleisch trieft dann von innen und außen mit Marinade. Für Hobbyköche macht das ganz Nadel geil sein. Ne? Ja, genau. Also du löcherst das ganze Fleisch und das ist im Grunde wie so eine, ja, also ich weiß nicht, das ganze Fleisch ist dann eben
eben voller Marinade. Ein weiteres Gerät, was man sich hinstellen kann, ich halte das für Bullshit. Was hast du? Ja, man kann das Fleisch ja schön marinieren, also muss, glaube ich, dann nicht mit einer Infusion nadeln oder sowas. Also ich weiß noch gar nicht, wie das gehen soll. Da musstest du ja diese ganz spitze Nadeln, da kriegst du doch auch keine Knoblauch und Gewürze, wie auch immer. Nee, das muss flüssig sein, ja. Komplett, ja, schwierig. Naja, ich habe dann noch den Platz 3, den elektrischen Zahnseidenspender. Wirklich? Okay. Also wer zu faul ist, irgendwie die Zahnseide selber aus der Dose zu friemeln, ja. Ich empfehle auch diese Zahnseide-Sticks eher, der kann die batteriebetriebenen elektrischen Zahnseidenspender nach Hause bestellen und hat dann immer frische Zahnzwischenräume, also kann man machen, aber vielleicht auch ein bisschen auch was überflüssig, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Na gut, bei mir ist das dann noch auf Platz, wo sind wir? Platz 3, ne? Platz 3 ist dann bei mir der Kaffeewärmer. Das ist so ein Ding, was man sich hinlegen kann. Das gab es eine Zeit lang immer bei Pro Idee und anderen Versandhäusern zu kaufen. Das musst du, aber das ist so eine kleine komische Platte, die musst du in die Steckdose stecken und dann kannst du eine Kaffeetasse da drauf stellen. Dann bleibt die Kaffeetasse den ganzen Tag warm. Stell dir vor, wie ekelhaft ist das, Alter? Da wird diese alte Kaffeeflöre vom frühen Morgen mit Milch drin, wird dann über Stunden warm gehalten. Ich weiß gar nicht, was da für Bakterien entstehen oder was überhaupt passiert. Es gibt übrigens auch Tassen, die automatisch dann den Kaffee umrühren. Es gibt übrigens auch, wo du nur noch den Hebel drücken musst und dann wird der Kaffee in der Tasse umgerührt. Du kannst dir ungefähr vorstellen, diese mechanischen Teile, die starren wahrscheinlich vor Bakterien, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gibt nichts, was irgendwie Administratoren sich nicht neben ihr Laptop stellen. Es kann nicht eklig genug sein. Achso, ja. Okay, meine Nummer 1 ist, gibt es in den USA bei Walmart, das ist die Elektronik, der sozusagen die Mini-Donut-Factory. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Mini-Donut-Factory. Ich weiß, gibt es bei Walmart, vielleicht auch als Import hier für $112.99 zumindest in den USA zu kaufen. Ich weiß nicht, wie das Gerät funktioniert. Das ist ein länglicher weißer Kasten. Wahrscheinlich kommt da Teig und Frittierfett rein und dann ist das so ein kleines Fließband. Die Mini-Donut-Factory, also da hört es dann ernsthaft auf. Ne? Wahrscheinlich auch saugefährlich mit flüssigem Fett irgendwo auf den Tisch stellen und so. Also wer sich das ausgedacht hat, der ist, glaube ich, Polizist, ich weiß es nicht, aber der immer frische Donuts braucht. Und, ja. Weil er, und vor allem, die gibt es auch an jeder Ecke zu kaufen, und insbesondere in Amerika. Also, das ist wieder sowas. Das ist ja genauso. Ich weiß, was für gelangweilte Leute, die einfach noch nicht genug Geräte zu Hause haben. Ist aber out of stock gerade, sehe ich. Das ist bei Walmart out of stock, aber kommt bestimmt wieder rein. Ja. Bei der hohen Nachfrage, ja. Ja, bei mir habe ich dann noch, das hatten wir auch vorhin schon drüber gesprochen, ist dann als nächstes der Joghurtkocher. Also das ist so ein Gerät, das kannst du dir hinstellen und da kannst du halt dann 10 Gläser Joghurt dir kochen. Nennt man das überhaupt kochen? Also da wird halt Joghurt drin zubereitet. Das heißt, du kippst da Milch rein oder irgendwelchen anderen Schafott und am Ende hast du dann eben 10 kleine Glasbehälter mit Deckel drauf, wo eben Joghurt drin ist. Wo ich sage, Alter, erstens gibt es für 10 Pfennig Joghurt im Supermarkt. Zweitens will ich nicht die 10 Glasbehälter reinigen. Ich meine, wie gelangweilt geht's denn bitte? Also das ist wirklich völliger Irrsinn. Das Ding gibt's auch schon seit den 70er Jahren, hört aber nicht auf, irgendwie verkauft zu werden. Ich vermute, es ist auch einfach ein preiswertes Geschenk. Ich kann wenn einem nichts mehr einfällt und man keine Freunde mehr haben möchte, dann kann man sowas mal schon schenken. Ja. Ja, schön. Also das hat jetzt mit Urlaub nichts zu tun direkt, aber wollen wir uns mal erwähnen. Dann machen wir mal die Karte. Ah, du bist schon durch? Hast du noch was? Ja, mach mal. Mach. Also ich hatte noch die Küchenuhr, den Eierkocher, den Eiscrusher, den Küchenkalender, den finde ich bescheuert, und die Obstpresse, den Entsafter. Achso, was ich am bescheuertsten fand. Habe ich aber. Achso, hast du gehabt. Und dann, was ich am bescheuertsten von allem fand, das ist die tanzende Blume, die finde ich total bescheuert. Das sind diese Dinger, die immer so tanzt, wenn du Musik anmachst und sich so bewegt und so. Die gibt es in jedem Auto und in jeder Küche und das würde ich komplett verbieten. Oh. Entschuldigung. Mach nix. The best of the best. On last exit and thank you and good night. So, die Top 10 haben wir jetzt auch durch. Jetzt sind wir schon wieder am Ende. Also wir sind sozusagen schon wieder mit der 39 durch hier. Ja. Wir sitzen hier face to face. Die Audioqualität könnte etwas leiden, weil wir hier dieses USB-Stack hier haben von Picard von Bening in Cuxhaven habe ich das, ja. Wir experimentieren auch ein bisschen rum hier. Also letztes Mal hat es gut geklappt. Wir checken gleich mal die Aufnahme, aber Inhalt kommt vor Form bei uns. Ne? Also, genau.
Ja, also wir sind vielleicht nicht so schön und nicht so schick, aber wir meinen es gut. Und ich habe noch einen kleinen Shopping-Tipp für den Sommer jetzt zum Abschied. Und zwar bei Lidl gibt es gerade die am besten getestete Sonnencreme von allen für eine 30er Sonnencreme ist das. Und würde ich mal empfehlen, mal zum Lidl zu laufen. Ist am besten getestet. Okay. Entschuldigung, war gerade ein bisschen desorientiert, weil Arndt hat mir gerade so mit den Armen gefuchtelt, aber er meinte mich gar nicht. Er meinte jemand, der hinter mir gerade gelaufen ist. Ja, ja. Genau. Nee, dann schöne Grüße noch aus von der Nordseeküste. Ja. Wir machen jetzt Schluss für heute. Schluss für heute. Und schmeißen weg. Schaffen wir. So weg ist es so. Entschuldigung. Alles klar. Macht's gut, ne? Schönen Urlaub, genießt die Sonne und wo immer ihr seid, hört Last Exit danach, ne? Und der Urlaub wird richtig schön.